faces worn out. Good one. So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück hier vom Kanal. Mein Name ist OX Charlie und ich denke mal, das wusstet ihr, weil ihr habt da auf das Video geklickt. Also. Naja. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich bin ja eh No-Name. In meinem letzten Video habe ich ja gefragt, ob wir auf das Video 150 Likes schaffen. Und im Endeffekt sind daraus 200 Likes geworden. Also Leute, jetzt ohne Scheiße, das habe ich echt nicht erwartet. Was habt ihr bitte an 150 Likes nicht verstanden? Denkt ihr, ich sag das aus Spaß oder was, ja? Wenn ich sage, ich will 150, dann meine ich auch 150 und nicht 200. Also jetzt ohne Scheiße, Leute, über 200 Likes ist echt krass. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut bei euch ankommt. Aber wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, ich werde jetzt Bibinator. Beziehungsweise ich bin schon lange Bibinator. Denn obwohl meine Mutter das eigentlich gar nicht so wirklich mit YouTube und alles so verfolgt, kennt sie zumindest Bibis Beauty Palace. Und sie weiß, dass jeder sie hasst auf YouTube. Deswegen fand sie es witzig und hat mir wirklich das beste Geschenk ever gemacht. Ich meine, wie top ist das bitte, ja? Wie top ist, passt auf, Beauty-YouTuber? Sie hat mir BU mitgebracht. Das Original-Shampoo von Bibi. Da steht sogar drauf, Bibi loves you. Also Bibi liebt mich quasi. Also Bibi loves Charlie. Ich würde sogar sagen, dass das Bibi-Shampoo sogar nach Effekt das zweitbeste Konsumprodukt ist, was man sich holen kann. Und das Zeug riecht echt richtig heftig nach Mandarine. Ohne Scheiß, wenn ihr das benutzt habt, das ganze Badezimmer riecht danach, ja? Da steht sogar so süß auf der Verpackung, dass man es nicht essen darf. Also ich meine, nicht jeder Bibinator weiß direkt, dass man Shampoo nicht essen darf, ja? Aber naja, ist nicht unser Problem. For fuck's sake. Und da meine Mutter mir jetzt ja quasi für 2 Euro oder wie viel die Scheiße auch immer gekostet hat, einen Platz in Bibis Herzen gekauft hat, bin ich jetzt der glücklichste Mensch der Welt. Und ich habe direkt nach dem ersten Konsum dieses Produktes bemerkt, was für eine tolle YouTuberin Bibi eigentlich ist. Sie ist echt so toll. Und sie ist schön. Und sie ist witzig. Und vor allem hat sie so eine süße Lache. Ich meine, würde ich die ganze Zeit so reden, sähe das ziemlich komisch aus, nicht wahr? Außerdem lacht sie wirklich in jedem verfickten Video über die größte Scheiße. Was will der Bastard? Trinken ist umgekippt. Mit dem ich bis jetzt gerade eben auch gezockt habe, ist ein Real-Life-Kollege übrigens von mir. Und ihr müsst wissen, er ist so ein richtiger Casual. Als ich mal zusammen mit Marcy oder so GBs gespielt habe, ist er nämlich nachgejoint. Und das Ding ist, nachdem ich ihm geschrieben habe, dass er rausgehen soll, ja, ist einfach weiterhin drin geblieben. Er hat uns sogar getötet in dem GB-Match, weil er es nicht gecheckt hat. Außerdem ist er ein extrem famer Boy auf Instagram. Ich glaube, ich verlinke euch mal seinen Instagram-Account in der Beschreibung. Ich denke mal, das wird ganz oben in der Videobeschreibung sein, also checkt den unbedingt mal aus, ja? Warte, ihr schreibt unter sein neuestes Bild, also und ganz oben in der Videobeschreibung, ja, ist sein Instagram-Account, ja. Und dann schreibt ihr unter seinem neuesten Bild Hashtag Holstenjunge. Also nachdem dieses Video jetzt zu Ende ist, ja, gebt ihr oben in die Videobeschreibung, ja. Und da ist sein Instagram-Account verlinkt und dann schreibt ihr unter seinem neuesten Bild Hashtag Holstenjunge. Denn das mit Holsten ist so ein kleiner Insider von uns, denn er ist einmal zu einer Party, also ihr müsst wissen, er hat so eine Jacke, die so ein bisschen größer ist, ja, also die ihm eigentlich ein bisschen zu groß ist, ja. Und die nimmt eigentlich immer zu jeder Feier mit. Und dann kommt er da quasi hin, ja, und also so, also sieht so richtig voll aus quasi, ja. Und dann packt er erstmal seine ganzen Dosen. Holzendosenbier hat er denn immer mit. Weil das einfach das günstigste ist und er findet, dass es gut schmeckt. Er ist dann im Endeffekt auch der Einzige, der das Zeug säuft, aber er feiert es. Und das Ding ist, dass er nach jeder Party auch eigentlich immer, wenn er geht, auch irgendwelchen teureren Alkohol verschwinden lässt. Müsst ihr euch das ungefähr so vorstellen, ja? Es ist irgendwie so 2 oder 3 Uhr morgens, ja? Lol. Und er sitzt irgendwie so bei einem Tisch oder irgendwie sowas. Und wir sagen dann so zu ihm, okay, Digga, Aaron, jetzt komm mit, die Party ist vorbei, ja? Und dann nimmt er einfach irgendwas vom Tisch, ja, und steckt das quasi ein. Was? Ja, ja, ich komm ja schon. Und dann packt er sich irgendwelchen Alkohol ein. So ungefähr ist das. Also schaut wirklich mal nach diesem Video bei seinem Instagram vorbei. Aber wir waren ja bei Bibi. Was mir wirklich absolut top bei Bibi gefällt, ist ihre super Musikauswahl. Ich liebe solche Instrumentals, sie machen mich immer so richtig fröhlich. Und sie hat so eine riesen tolle Fanbase und das finde ich echt super. Und jetzt mach mal den verfickten Beat jetzt aus, Alter, verdammte Scheiße. Wo waren wir? Ah ja, wir würden wirklich alles für Bibi machen, weil sie es auch für uns machen würde. Barbie Mariposa, die Schmetterlingsfeen, die Schwestern wechseln den Rock. Junge, wer ist das denn hier alles, Mann? Arena, Dicker, als ob ich das hier durchstehe, Dicker. Ey, Junge, das dauert immer ewig bei dieser scheiß Playstation-Tastatur. Na, wo waren wir? Ja, genau, dieses ganze Lobby abschmieren, Digga, das bringt mich voll aus dem Konzept hier, Alter. Naja, wir würden alles für Bibi tun, weil sie es auch für uns machen würde. Früher hießen so Gruppierungen Hitlerjugend, heute sind es Bibinators. Und ich bin jetzt stolzer Teil davon. Let's go. Weil Bibi echt wenig Zeit hat, kann sie nur sehr wenigen Leuten auf YouTube antworten. Also, ich habe noch nicht gesehen, dass sie jemals einmal jemanden geantwortet hat. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Dafür sind ja so Bibinators wie ich da. Gucken wir uns einfach einen Kommentar unter ihrem 10 Arten von Geschwister-Video an. Fiona Stricker schreibt, Holes Video. Video, Video. Holes Video. Oh mein Gott. All around me are familiar faces.
Ay, caramba. So, das war's auch von diesem Video. Ich hoffe mal, diese Bereicherung an YouTube hat euch wieder mal gefallen. Vergesst nicht, in der Videobeschreibung vorbeizuschauen und bei dem Jungen in die Kommentare zu schreiben. Und ich hoffe mal, er freut sich. Also haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Leute, mir fällt jetzt erst auf, dass Effekt und BBU quasi dieselbe Hülle haben, so ungefähr, ja? Das fühlt sich sogar gleich an. Tschüss! No, no, no! They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. You never cross my mind. Oh, ist das kalt, oh, ist das kalt.